the sun, kick off your shoes and have some fun. Sexy Spirit Lifestyle Podcast. Der Podcast für alle sexy Spirits, die ihrem eigenen Herzen folgen, ihr Leben genießen und ihren Körper wertschätzen. Ich bin Natascha Zimmermann und ich freue mich, dass du dabei bist. Oh yeah, we could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute ist Norbert Hofer bei mir zu Gast. Norbert ist Geschäftsführer von Manumind, dem Unternehmen, das hinter Mara Stix steht und außerdem auch Maras Ehemann. Er ist Experte für Online-Marketing und hat für Maras und sein Business bereits über 32.000 Interessentinnen über Facebook gewinnen können. Hallo Norbert, danke, dass du heute mit dabei bist und dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ja, hallo Natascha. Ja, vielen, vielen Dank hier für die Einladung. Das freut mich sehr, ja, hier mit dir jetzt dieses Interview zu geben. Danke. Gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Und die lautet, arbeitest du daran, neue Routinen und Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, um dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln? Ja, das tue ich. Das tue ich, ja, ja. Also ich mache es immer meistens so, wenn ich sage, ich will mir eine neue Gewohnheit sozusagen aneignen. Meistens so mache ich mir einen Plan, so vielleicht für die nächsten 6 Monate oder so, dass ich sage, diesen Monat mache ich zum Beispiel eine neue Gewohnheit. Ich habe ja zum Beispiel jetzt im Januar habe ich angefangen, habe mir einfach das Ziel gesetzt, eine neue Gewohnheit dort für mich, wie soll ich sagen, zu etablieren. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt jeden Morgen Sport. Ich wohne ja hier in Kuala Lumpur, in Malaysia. Ich bin ja mit Mara vor 3 Jahren ausgewandert und hier in die Sonne. Und wir wohnen hier in einem Haus, oder hier ist es einfach so, hier wohnt man in so einem, wie sagen wir, Apartment, und da gibt es meistens einen Swimmingpool und da gibt es auch einen Fitnessraum. Das heißt, du brauchst nur in den Fahrstuhl zu steigen und kannst dort, fährst ein paar Stockwerke runter, kannst dort direkt in den Fitnessraum gehen. Das ist das Geniale hier auch. Und dann habe ich einfach für mich festgelegt, im Januar fange ich an, jeden Tag einfach Sport zu machen. Das heißt, ich stehe dann morgens auf und 6 Uhr, 7 Uhr, gehe dann sofort runter und mache dann einfach Sport. Und zum Beispiel habe ich dann für den Februar habe ich mir dann zum Beispiel überlegt, welche neue Gewohnheit möchte ich noch haben. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich möchte gerne ich mache so eine Energieübung morgens. Ne? Das ist so eine Runen-Energieübung. Und dann habe ich das im Februar gemacht. Ne? Und jetzt im März habe ich mir vorgenommen, besser in Englisch zu werden. Und jetzt habe ich gesagt, dann fange ich jetzt an, Zeit frei zu schaufeln, dass ich eben Englisch lernen kann. Ne? Und so habe ich dann für jeden Monat sozusagen festgelegt, eine neue Gewohnheit für mich festgelegt, wo ich weiß, die mir persönlich und meinem Business einfach weiterhilft. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange diesen Monat damit an, diesen Monat damit an, diesen Monat damit. Warum? Weil ich weiß, wenn man etwas 30 Tage gemacht hat oder länger, dann ist man schon automatisch so drin, dann macht man es sowieso. Für mich ist eine neue Gewohnheit immer so, naja, beim Sport war echt, die ersten 2 Wochen war das Härteste. Ne? Weil du denkst, boah, ich habe gar keine Lust, jetzt zum Sport zu gehen und jetzt noch was zu tun, aber im Prinzip musst du die ersten 2 Wochen durchbeißen und danach geht's dann. Danach fluppt das sozusagen fast von alleine. Da muss man vielleicht noch ein bisschen anschämen, aber so nach 30 Tagen, nach 45 Tagen, dann hat man auch viel, viel mehr Spaß, mehr Energie dran und dann zieht man das auch einfach durch. Ja. Und so ist etabliert für mich so einfach die neuen Gewohnheiten. Super, das ist ganz toll, jedes Monat was Neues. Richtig, genau, jeden Monat was Neues, genau so ist es. Super. Hast du dann vielleicht auch eine bestimmte Tagesmorgen- oder Abendroutine, die du nie auslässt? Ja, also ich habe eine bestimmte Tagesroutine, also Morgensroutine eigentlich, ist das Wichtigste für mich, sehr gut, ich sag mal, mit einer hohen Energie in den Tag einfach zu starten. Es geht einfach darum, dass die ersten Stunden einfach mir gehören. Das ist das Gute hier, wenn man in Kuala Lumpur wohnt, hier in Malaysia, da ist es eben so, wir sind 7 Stunden voraus. Das heißt,
wenn ich aufstehe, gehen die anderen schlafen, sozusagen. Ich stehe zum Beispiel um 7 Uhr morgens auf, dann ist in Deutschland 0 Uhr nachts und die meisten gehen dann schlafen. Das heißt, vormittags hast du eigentlich Ruhe. Es kontaktiert dich keiner ruft dich an. Du hast einfach sozusagen den Vormittag für dich. Und das ist sehr praktisch hier, dann kannst du den auch für dich einfach nutzen. Ich habe einfach eine Morgenroutine, dass ich einfach dass ich sofort morgens eben aufstehe, ein Glas Wasser trinke und dann gehe ich zum Sport und nach dem Sport meditiere ich dann schreibe ich eine Dankesliste für mich, wofür ich dankbar bin an diesen einen Tag oder was wofür ich am letzten Tag oder letzte Woche einfach dankbar bin. Dann gehe ich duschen, dann mache ich meine Energieübungen und dann mache ich jeden Morgen mir einen grünen Smoothie. Oder für uns mache ich dann einen grünen Smoothie und trinke den dann und dann und dann fange ich erst an zu arbeiten. Das ist so meine Morgenroutine. Ah, schön. Dann nimmst du dir so richtig schön Zeit für dich. Genau so ist es, ja. Wie lange machst du diese Routine jetzt schon? Also die Routine mit dem Sport habe ich erst im Januar angefangen. Sonst habe ich immer nur meditiert und eben meine Dankesliste aufgeschrieben. Und mit dem Sport habe ich jetzt Januar angefangen. Aber die Routine mache ich bestimmt schon, schätze ich mal, 2 Jahre. Aber ich mache die Routine auch, wenn ich keine Zeit habe. Bloß dann mache ich sie im Schnellgang. Okay. Dass man vielleicht Sport, dann macht man eben nur 10 Minuten Sport, besser als nichts. Und seine Dankesliste schreibt man nur 3 Sachen auf und dann meditieren tut man nur 3 Minuten sozusagen. Ne? Dass das alles sehr, sehr schnell geht. Aber ich versuche das immer einzuhalten. Ne? Auch wenn man sagt, ich habe heute ein bisschen weniger Zeit, vielleicht nur 10 Minuten, vielleicht nur 20 Minuten, mache ich das trotzdem, aber eben abgespeckt. Okay. Sag mal, was denkst du, welche Gewohnheiten dich zu dem Menschen werden haben lassen, der du heute bist? Welche Gewohnheiten? Das Wichtigste ist einfach die Gewohnheit, ja, was heißt Gewohnheit? Ja, einfach immer dran zu bleiben. Immer dran zu bleiben, dafür zu gehen, was einfach dein Traum ist. Dafür zu gehen und immer den Fokus zu behalten. Das ist für mich eine Gewohnheit. Ich mache es mir auch so, dass ich mir meine Ziele aufschreibe und ausdrucke und zum Beispiel am Badezimmerspiegel hinhänge. Da gehe ich vorbei, jeden Tag mehrmals. Wenn ich zum Beispiel auf die Toilette gehe und ich sehe dann meine Ziele immer, ne, wäsch dir dann die Hände und dann siehst du die Ziele zum Beispiel immer. Das ist so eine Gewohnheit. Fokus ist einfach für mich so eine Gewohnheit und diese Morgenroutine auch, weil es gibt mir einfach Energie für den Tag. Denn der Tag startet sozusagen nur für mich. Ich habe meine Morgenroutine und hilft mir da einfach mit voller Energie einfach in den Tag zu starten. Das ist das, was mir am meisten geholfen hat. Und die Dankesliste. Die Dankesliste auch. Die Dankbarkeit ist das, was mir auch sehr viel geholfen hat, weitergeholfen hat, weil es unheimlich wichtig ist. Es ist nicht selbstverständlich, hier das zu haben und das zu erleben. Also wir sind ja 2015, bin ich ja mit Mara ausgewandert hier nach Kuala Lumpur. Mit 2 Koffern sind wir ausgewandert und haben hier eine Firma gegründet, die Firma Manomind, und haben hier Millionen Euro Coaching-Business aufgebaut. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Deswegen bin ich jeden Tag dankbar für das, was wir erreicht haben und für unsere Erfolge und auch für das Team, was wir aufgebaut haben und für unsere Kunden, was unsere Kunden für geniale Ergebnisse bekommen haben. Und das ist für mich so das Wichtigste, Dankbarkeit und Fokus. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was mir eigentlich Energie und Kraft gibt. Ja, super, das ist wirklich schön. Das hört sich sehr gut an. Und man darf natürlich nicht selbstverständlich nehmen. Und da ist diese Dankbarkeitsliste schon echt toll, ja? Richtig, ja. Aber zu der Dankbarkeitsliste mache ich auch so ein bisschen so eine Anerkennungsliste, ne? Dass man sich selber auch auf die Schulter klopft. Das ist auch für mich sehr wichtig, auch eine Gewohnheit. Weil manchmal sieht man die Sachen nicht, die man schon geleistet hat. Ja. Und für mich ist es so, Erfolg baut einfach auf Erfolg auf. Und deswegen ist es auch so, dass ich also zu der Dankbarkeitsliste auch noch so eine kleine Anerkennungsliste schreibe. Ey, was habe ich gestern gut gemacht? Was ist sehr gut gelaufen? Was hat sehr gut funktioniert? Und dann, wenn man so ab und zu mal eben zurückblickt, dann denkt man, wow, das ist ja genial, was du schon alles erreicht hast, was du schon alles geschafft hast. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst einfach abfeiert. Dass man sagt, hey, wow, das ist fantastisch, weil manchmal vergisst man das einfach und das geht ganz schnell. Und das erinnert mich einfach auch immer daran, dass ich auch immer einen Schritt weitergehe, weiterkomme und dass man sich einfach selbst dadurch auch stärkt. Man wird immer stärker, man wird immer besser, indem man sieht, wow, das habe ich gut gemacht und wirst automatisch dann immer stärker und immer besser. Super, ja, also so ein bisschen Eigenlob darf auch mal sein. Richtig. Natürlich, auf jeden Fall, natürlich, ja.
Ja, die nächsten Fragen wären dann eigentlich, hast du eine Workout-Routine und hast du eine Meditationsroutine? Jetzt hast du uns ja schon verraten, dass du das in deiner Morgenroutine alles unterbringst. Aber wie schaut denn das genau an? Was aus? Was machst du für ein Workout und wie schaut deine Meditation aus? Wie lange machst du die und ja, was machst du da? Also Workout mache ich so meistens da, ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich habe sehr viel getestet. Man muss so ein bisschen rausfinden, was einem gefällt. Ne? Mhm. Ich hab schon hier Yoga getestet, was habe ich noch? Hier Pilates getestet und Laufen und was weiß ich nicht alles. Aber das war irgendwie nicht so meins. Und ich habe jetzt für mich so einfach so entdeckt, so Kraftsport. Das ist so, das bringt mir Energie, das macht mir Spaß. Und das ist so meins. Und das mache ich meistens ja halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich mache das ein bisschen extrem mit extremen Gewichten, dass du nicht so viele Wiederholungen brauchst. Das sehr extrem ist, also ich versuche immer effizient zu sein und das ist einfach so meine Workout-Routine, einfach Kraftsport zu machen, ja, für Beine, Arme, ja, Brust und so weiter und so fort, Bauch, dass man dort einfach ein paar Übungen macht und meditieren, ja, da muss man auch selber für sich herausfinden, was für einen selber passt. Meistens meditiere ich 10 Minuten und es gibt verschiedene Methoden. Die einen sagen, ja, meditieren, du hörst dir was an. Die anderen sagen, du gehst dann zum Beispiel auch in die Dankbarkeit oder visualisierst, ne? Das machst du auch. Das ist auch eine Option. Aber ich habe für mich einfach herausgefunden, ich sitze einfach 10 Minuten dort einfach nur in Stille. Mhm. Weil für mich ist es dann so, die 10 Minuten in Stille. Und je öfter du das machst, umso besser funktioniert das, dass du dort wirklich dann auch immer weniger und weniger Gedanken hast. Weniger Gedanken einfach hast. Und dann ist es einfach so, wenn du dort in Stille sitzt, dann ist es so, ja, wie eine Auszeit, ja, wie soll ich sagen, eine Auszeit für dein Gehirn, für deine Gedanken. Ja. Das tut es einfach so ein kleiner Erholungsurlaub, könnte man sagen. Schön. Also, das heißt, du lebst ja schon dort, wo andere Urlaub machen und dann hast du so auch noch ein bisschen Urlaub. Genau so ist es. Und dann ist es im Prinzip, ja, wie so ein kleiner Erholungsurlaub einfach. 10 Minuten einfach abzuschalten. Und für mich hat es am besten funktioniert, wenn ich einfach nur 10 Minuten in absoluter Stille sitze, einfach und meditiere, die Augen schließe und einfach nur da sitze und wenn Gedanken kommen, die einfach schweifen lasse oder mittlerweile läuft es eben sehr, sehr gut, dass man kaum noch Gedanken hat oder sehr, sehr wenige und einfach nur da sitzt und einfach nur ist. Man ist einfach nur da. Schön. Und es ist einfach, ja, man ist einfach nur im Sein sozusagen, das könnte man sagen, ja. Sehr schön. Sag mal, folgst du diesen Routinen dann auch am Wochenende oder änderst du da irgendetwas? Nein, ich folge den 7 Tage lang, ja. Super. Ja. Und wenn du unterwegs bist, also auf Reisen oder irgendwas, wie gehst du dann mit den Routinen um? Machst du dann das Gleiche oder? Ich mache schon das Gleiche, aber wie gesagt, wenn du natürlich dann Flieger hast und du bist am Flughafen, dann kannst du das natürlich nicht machen oder zu diesem Zeitpunkt dann zum Beispiel morgens, ne, wenn du erst später landest, aber nach Möglichkeit. Klar, wenn mal ein Tag ausfällt, dann ist es eben so wegen Flug oder was, dann geht es eben nicht anders, aber dann hole ich das nächsten Tag nach. Aber sonst, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, dann mache ich das natürlich auch, ja. Dann mache ich das, dann mache ich das teilweise auch ein bisschen anders, dass man sagt, dass man Sport macht. Es gibt so ein 7-Minuten-Workout. Das ist auch sehr extrem, wenn man das macht. Und dann sage ich, wenn ich auf Reisen bin, dann nehme ich mir vielleicht so eine Yogamatte mit und mache das dann auf Reisen, dieses 7-Minuten-Workout, wenn ich dort kein Fitnessstudio in der Nähe habe, sozusagen. Ne? Ja, super. Dann mache ich das so, ja. Benutzt du dann vielleicht irgendwelche Apps oder Tools, die dir dabei helfen, deine Fortschritte festzuhalten? Für die Dankbarkeitsliste benutze ich eigentlich dieses Tool, wie heißt das? I Done This oder so? Muss ich mal, ich glaube, so heißt das, ne? I Done This. Das ist so ein Tool, das ist im Prinzip, du schreibst eine E-Mail und das Tool nimmt diese E-Mail, nimmt sie auf und dann schreibt es dir nächste Woche dann, nächsten Morgen schreibt es dir wieder an, hey, du musst wieder deine Liste sozusagen auffüllen. Eigentlich ist es ein Aufgabentool, aber ich nutze es als Dankbarkeitsliste, weil das Schöne ist, das schickt dir zum Beispiel von 6 Monaten, von 3 Monaten oder von letzter Woche oder von letzten Monat immer, was ich dort geschrieben habe. Das heißt, jeden Morgen schreibe ich also dort meine Dankbarkeitsliste rein und dann schickt es mir nächsten Tag die Dankbarkeitsliste zum Beispiel von 6 Monaten. Und dann sehe ich, wow, vor 6 Monaten hatte ich das und das, wow, das ist ja fantastisch, wofür ich in diesem Moment dankbar war. Und dann schreibe ich wieder die aktuelle, das ist so I Done This heißt das, glaube ich, genau, das ist so ein Tool, was ich dafür nutze. Okay. Und Apps nutze ich jetzt keine für das 7-Minuten-Training,
Ich glaube, habe ich das mal auf Facebook oder auf YouTube irgendwo gesehen. Da habe ich mir einfach das Video auf dem iPad runtergeladen. Und sonst irgendwelche Tools oder Apps? Nee, sonst eigentlich nicht. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Okay. Was machst du denn, um motiviert zu bleiben? Also was motiviert dich, um da wirklich auch dran zu bleiben? Dran zu bleiben. Also in meinem Business motivieren mich die Kundenergebnisse, weil das ist so genial, wenn ich sehe, dass die Kunden so geniale Ergebnisse bekommen haben und ja wirklich jetzt ihren Traum leben, weil das ist einfach genial. Wir helfen ja den Frauen zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Und das ist so schön, einfach zu sehen, diese Ergebnisse. Und da geht einfach mein Herz auf. Und das ist das, was mich im Business motiviert. Und privat ist es einfach so, dass ich weiß, wenn ich diese Routine mache, dann gibt es mehr Energie. Dann gibt es mehr Energie für den Tag. Und für mich ist Energie das Wichtigste, was du haben kannst. Energie brauchst du für dein Business, um dein Business voranzutreiben. Energie brauchst du auch für deine Partnerschaft. Energie brauchst du auch für dein Leben. Wenn du keine Energie hast, dann bringt das alles nichts. Und deswegen ist das meine Motivation, einfach hier in der guten Energie zu sein. Und ich führe auch ein Team von 22 Leuten. Das heißt, ich muss in der guten Energie sein. deswegen muss ich mich dort kümmern, in einer guten Energie sein. Und das ist einfach das, was mich dort unterstützt, mich motiviert, weil ich weiß, es ist wichtig, einfach hier in der guten Energie zu sein. Und diese Morgenroutine und diese Gewohnheiten, die helfen mir einfach dabei. Und das ist das, was mich motiviert, einfach ja auch wirklich besser zu werden, einfach jeden Tag besser zu werden, meinen Kunden zu dienen, meinen Kunden zu unterstützen, damit sie ein geniales Leben haben und sie dort, damit sie ihre Träume leben können. Und das ist eigentlich das, was mich motiviert. Mir motivieren eigentlich die Menschen am meisten. Weil ich weiß, um die Menschen zu motivieren, muss ich Energie haben, muss ich gut drauf sein, ich muss mein Team motivieren, ich muss mein Team hochheben. Und das ist das eigentlich, was mich motiviert, ja. Ach super, ja. Die Mission motiviert mich, sozusagen. Ja, das ist eine tolle Motivation. Das, was mich eigentlich motiviert, was mich einfach ja morgens aus dem Bett springen lässt, das ist einfach die Mission einfach zu haben, das Business zu haben und mit Dari und ja, das ist das, ja, was mich motiviert. Ja. Super. Aber sag mal, was machst denn du dann eigentlich, wenn du einmal nicht dazu kommst, diesen Routinen nachzugehen und wie beeinflusst das deinen Tag? Also ich merke schon, wenn du diese Routine nicht machst, dann ist dein Energielevel nicht so hoch. Also es fehlt schon was, du merkst es schon. Wenn du diese Routine nicht machst, das merkst du echt schon. Und wie beeinflusst es meinen Tag? Ja, das kann sein, dass du dann nicht auf diesen hohen Energielevel bist, wo du sein möchtest. Und dass du dann vielleicht für Dinge, wo du sagst, das geht relativ schnell von Hand, du brauchst einfach viel, viel länger. Weil du einfach nicht in diesem hohen Energielevel einfach bist. Und das merke ich schon. Wenn du einen Tag mal nicht hast, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn du 2 Tage oder so hintereinander das nicht machst, dann hat es echt einen Einfluss darauf, auf deine Performance einfach. Das merke ich einfach. Dann hat es einen echten Einfluss auf deine Performance. Und ja, und ich will einfach immer für meine Kunden und für mein Team immer das Beste geben. Und dann merke ich das echt. Also, dass diese Morgenroutine, und es bringt dir auch gute Laune, diese Morgenroutine, dieser Sport, ne, dieser Sport. Habe ich jetzt gemerkt, seitdem ich im Januar, es bringt dir noch mehr gute Laune, es gibt dir mehr Energie und es gibt dir einfach ein geiles Gefühl, in den Tag zu starten. Und dann, wenn du das nicht machst, dann fehlt dir auch was und du willst es dann unbedingt wieder machen nächsten Tag. Ja, das stimmt schon, ja, das stimmt. Machst du dann aber vielleicht abends irgendwas, um dich schon auf den nächsten Morgen vorzubereiten, wenn du schon sagst, dass du eine Morgenroutine hast? Also abends mache ich meistens nichts, eigentlich mache ich abends nichts. Also manchmal schreibe ich mir schon Dinge auf, die ich nächsten Tag erledigen will. Das schreibe ich mir manchmal schon abends auf, aber eine feste Abendsroutine. Ich habe das ausprobiert mit einer Abendsroutine, mit so verschiedenen Dingen, aber irgendwie hat das nicht so richtig für mich funktioniert mit der Abendsroutine. Das war irgendwie, das ist nicht irgendwie so mein Ding. Morgens ist für mich viel, viel besser, mit dieser Routine einfach in den Tag zu starten. Das bringt mir mehr Energie, das bringt mir mehr Fokus und das ist viel, viel besser. Also abends habe ich eigentlich keine Routine großartig. Nee. Okay, also abends hast du frei. Genau, abends habe ich frei. Okay, super. Und die nächste Frage ist dann zur Organisation. Und also um seine Ziele zu erreichen, gehört es sicher ein bisschen Organisation auch dazu.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du dich und dein Leben organisierst. Was genau willst du da wissen? Wie du deine Termine zum Beispiel organisierst, wie du deine Routinen organisierst, um dranbleiben zu können, auch beruflich, wie du organisiert bleibst, um alles zu schaffen. Bei den Routinen ist es so, du musst es so organisieren, wenn du sagst, ey, du hast einen Termin, dann musst du eben früh aufstehen, hilft alles nichts. Ja. Dann musst du sagen, ja, dann muss ich eben eine Stunde früher aufstehen, dann muss ich um 6 aufstehen. Oder früher, dann ist es einfach so. Also dann musst du eben früher aufstehen. Das ist ein Teil, um zum Beispiel die Morgenroutine immer zu machen. Mhm. Und Terminplanung, das ist einfach so, ich versuche immer sehr effizient zu sein. Mhm. Und wirklich nur die Dinge zu machen, die einen vorwärts bringen. Also ich arbeite sozusagen sehr viel nach, wie soll ich sagen, Pareto-Prinzip, ne? 80-20. Mhm. Also ich versuche immer, die 20% zu machen, die am meisten Erfolg einfach bringen. Und da ist es mittlerweile so, dass ich jetzt auch ein Team habe, das mich dort einfach unterstützt und dass ich einfach sage, hier ist mein Kalender, dann sind da bestimmte Blöcke eingetragen. Wenn du einen Termin machen willst mit jemandem, dann schau mal, ob das dort frei ist. Und mach mal dort einfach einen Termin dann. Mhm. Das ist zum Beispiel so. Und wie mache ich das? Also ich, ja, wie kann ich sagen, wie organisiere ich mich? Also ich nutze zum Beispiel Tool, das ist mehr für Informationen, Evernote, was ich einfach nutze. Mhm. Und für organisieren, ich nutze echt den normalen Google-Kalender, nutze ich mir. Aber was ich sonst einfach mache, ich schreibe mir einfach zum Beispiel sehr viele Dinge einfach auf ein Blatt Papier auf, die zum Beispiel heute anliegen. Oder ich organisiere es zum Beispiel so, dass ich sage, ich habe in diesem Monat bestimmte Projekte und ich liebe Mindmaps und ich mache mir dann immer eine Mindmap und das sind einfach nur sozusagen die Projektendergebnisse, könnte man sagen. Die Projektendergebnisse stehen dann dort auf der Mindmap drauf, dann zack, 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 dann sehe ich das für diesen Monat und dann sage ich, okay, was will ich denn diese Woche machen? Dann nehme ich mir einfach dort oder mache mir dann für die Woche eine Mindmap und schreibe dann eben dort nur stichpunktartig auf, welches Projekt und was soll das Ergebnis von diesem Projekt sein. Und so habe ich dann zum Beispiel nur eine Folie, zum Beispiel für den Monat oder für die Woche, also eine Mindmap, die kann man sich dann auch ausdrucken, kann man dann mitnehmen. Aber ich drucke sie mir meistens auch aus, weil ich will es einfach nochmal sehen und auch in der Hand haben, drucke es mir meistens nochmal aus und dann sehe ich dann auf der Mindmap und dadurch kann ich immer meinen Fokus schärfen, weil es ist heutzutage sehr, sehr einfach abgelenkt zu werden. Ja. Die Ablenkung ist überall. Das geht ganz schnell mit Ablenkung. Und wenn ich diese Mindmap neben mir liege haben, okay, dann sage ich, okay, das sind meine Projekte zum Beispiel im Business jetzt. Und dann weiß ich, okay, und dann stelle ich mir einfach selber die Frage, okay, was kann ich jetzt dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen oder das Projekt abzuschließen? Also im Prinzip versuche ich immer, diese Mindmap immer vor Augen zu haben, weil es mir einfach immer dabei hilft, mich zu fokussieren auf die Projekte, die ich abschließen will und die Ziele einfach. Das ist das Wichtigste für mich, dass ich das immer vor Augen habe. Und so organisiere ich das Ganze. Ich mache also, wie gesagt, sehr, sehr viel einfach in diesen Mindmaps und schreibe einfach die wichtigsten Dinge rein. Und später kann man es ja noch runterbrechen. Okay, dann ist da zum Beispiel dieses Projekt und dann fängt man zum Beispiel an mit, mit Wunderlist oder so, das zum Beispiel runterzubrechen in einzelne Aufgaben, dass man sagt, okay, für dieses Projekt muss ich das machen, das machen, das machen, das machen. Oder mittlerweile haben wir jetzt auch einen Projektmanager, der mich dort unterstützt. Ne? Der fragt mich dann einfach, was ist das Projekt notwendig? Dann sage ich das. Und dann setzt er das dann auch auf. Jetzt haben wir schon das Tool Trello. Jetzt benutzen wir das Tool Trello. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Dort machen wir jetzt eigentlich alles rein, die Aufgaben. Und dann sehe ich auch, wenn mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt sind und so weiter und so fort, wie der aktuelle Stand ist. Und dort kommt einfach alles an eine zentrale Stelle. Und dann kann ich sofort einfach sehen, wie der Status von diesem Projekt auch ist. Okay, super. Also du hast uns jetzt eh schon einige Tools genannt. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, hast du bestimmte Tools, die dir dabei helfen, deine Termine im Griff zu haben, damit ich es rausbekomme? Also das hast du ja jetzt schon ganz schön beantwortet. Ja. Dann als letzte Frage vielleicht noch, welchen Tipp kannst du den Hörern jetzt mitgeben, damit sie das Beste aus sich selbst und ihrem Leben machen können? Das möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mal in welchen Jahr das ganz genau war, ich glaube vielleicht war das so, bevor wir nach Kuala Lumpur ausgewandert sind, hatte ich Geburtstag. Und dann habe ich einen Anruf von meiner Bank bekommen. Und mein Bankberater hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon Online-Business gestartet. Das lief sehr, sehr gut. Und ich habe, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe selbst oder ach, 5 oder 6 Online-Kurse damals rausgebracht. Und ja, hat mich mal ein Bankberater angerufen, gute und schlechte Nachricht. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sag erst die gute. Die gute sagt dann, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast heute Geburtstag. Und die schlechte Nachricht ist, das Finanzamt hat dein Konto gepfändet. Autsch. Ja, Autsch, genau. Und ich weiß, da war ein ausstehender Betrag, aber ich wusste nicht, dass das Finanzamt so schnell ist, dass die so schnell das Konto fänden. Und in diesem Moment war ich baff. Ich habe wie soll ich sagen, ich war eine halbe Stunde war ich down. Und dann habe ich mir überlegt, wo will ich hin? Wo will ich hin? Und dann habe ich gesagt, ja, wo will ich denn hin? Ich will, dass mein Konto wieder frei wird. Ich will das alles bezahlen. Und das ist das Wichtigste, was ich den Leuten auch mitgeben will, dass sie sich immer die Frage stellen, wo will ich hin? Und dann habe ich gesagt, okay, wo will ich denn hin? Und dann habe ich gesagt, das Konto will frei. Okay, was kann ich tun? Dann habe ich, wie gesagt, weil ich Mindmaps liebe, habe ich dann angefangen, diese Mindmap zu machen und habe dann alles aufgeschrieben, um ja an das Geld jetzt ranzukommen, damit mein Konto wieder frei wird. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, bin die einzelnen Optionen durchgegangen und dann habe ich auch dann überlegt, ja, was kann ich denn tun? Und da habe ich gesagt, naja, ich kann anderen Leuten zeigen, wie sie ein Online-Business aufbauen. Mhm. Weil das habe ich schon gemacht, das habe ich geschafft. Und dann habe ich das, hatte ich schon eine kleine E-Mail-Liste und dann bin ich damit rausgegangen. Ich weiß nicht, habe ich ein Video gemacht, Webinar. Und dann habe ich dann einfach, bin ich damit rausgegangen und habe dann einfach mit den Leuten telefoniert. Und ich hatte gar keine Ahnung von Telefonverkauf oder so. Aber ich hab's dann einfach gemacht. Und ich habe es dann einfach getan und habe dann Coaching-Pakete verkauft für 2.000 Euro und konnte dann damit mein Konto wieder frei bekommen. Und das ist das Wichtigste, was ich einfach deinen Zuhörern hier mitgeben will, niemals aufzugeben. Du kannst alles drehen, jederzeit. Aber der wichtigste Punkt ist für mich einfach, niemals aufzugeben und sich immer die Frage stellen, ja, vielleicht sitze ich jetzt in der Scheiße, vielleicht steht mir das Wasser bis zum Hals, aber wo will ich hin? Und sich dann auszurichten auf die Möglichkeiten. Weil es bringt nichts zu trauern, davon wird es nichts besser. Ich habe eine halbe Stunde getrauert, habe ich gesagt, okay, aber dann habe ich gesagt, wo will ich hin? Was will ich? Und dann habe ich gesagt, okay, welche Option habe ich denn? Wie kann ich das Geld besorgen? Was kann ich tun? Und dann habe ich diese gemacht und dann bin ich alle Optionen durchgegangen. Und das ist das Wichtigste, was ich den Hörern hier einfach mitgeben will. Das Wichtigste ins Leben, wirklich dran zu bleiben. Dran zu bleiben und immer weiterzumachen. Wenn du ein Ziel hast, immer weiterzumachen und immer den Fokus auch darin zu legen, wohin will ich? Was will ich erreichen? Wohin will ich? Weil du kannst heutzutage echt, wir leben im goldenen Zeitalter mit dem Internet. Das ist einfach genial. Heutzutage kann ich per Knopfdruck genau die Menschen erreichen oder tausende von Menschen erreichen, denen ich jetzt dabei helfen kann, ihr Problem zu lösen. Das ist einfach das Geniale. Wir leben im goldenen Zeitalter. Ich habe bestimmte Talente und Fähigkeiten und kann damit rausgehen und kann anderen Menschen damit helfen, ihr Leben besser zu machen. Und das ist, also wir haben ein riesengroßes Geschenk bekommen. Das ist das Internet. Und das ist das Geniale einfach. Wir haben ein riesengroßes Geschenk bekommen, das Internet. Und wie gesagt, und das ist einfach das Wichtigste. Dranbleiben, immer dranbleiben und den Fokus, wohin will ich? Auch wenn es dir Wasser bis zum Hals. Und das war für mich auch das Wichtigste. Ich habe es damals gelernt. Du kannst alles drehen. Du kannst alles jederzeit drehen. Aber das Wichtigste ist, du musst die Entscheidung treffen. Wo will ich hin? Und dann musst du überlegen, was kann ich tun? Und dann genauso habe ich es einfach gemacht. Und das ist das Wichtigste, was ich hier einfach mitgeben kann. Dran zu bleiben, niemals aufzugeben. Weil die Frage ist nicht, ob du dein Ziel erreichst, sondern die Frage ist, wann du dein Ziel erreichst. Das ist das Allerwichtigste. Und dran zu bleiben und offen zu sein für Möglichkeiten. Weil was passiert, wenn du dich fokussierst, da wo du hin willst, auf einmal gehen Türen auf, auf einmal siehst du Möglichkeiten, auf einmal funktioniert es. Aber das geht nur, wenn du dich da auch ausrichtest, wo du hin willst. Und das ist das Allerwichtigste. Super, ja, also eine wirklich lehrreiche Geschichte, würde ich sagen. Und man sieht ja an deinem Beispiel, dass es funktioniert. Also du bist ja jetzt sehr erfolgreich und ausgewandert und alles Mögliche. Also du hast es geschafft. Danke. Eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Ich würde sagen, das kann man jetzt auch einfach so stehen lassen als Abschluss, oder? Ja,
Ja, das kann man so machen. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, danke schön für das Interview. Ich werde natürlich auch Webseite und alles dann noch verlinken. Das findet man dann auf dem Blog zu diesem Podcast-Beitrag auf nataschazimmermann.com. Dort sind dann Links zu dir und Mara. Und ja, dann danke schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, Natascha, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu erzählen, was man so für Routinen hat, um einfach hier erfolgreich zu werden und wie mich diese Routinen und diese Gewohnheiten einfach auch unterstützen. Danke. Super, danke, das freut mich. Und dann bis zum nächsten Mal und fühl dich pudelwohl. Mehr über deinen Sexy Spirit Lifestyle findest du auf meiner Webseite nataschazimmermann.com.